Heyo, welcome back zu einem neuen Sander Smith Vlog. Ich bin gerade auf dem Weg in Sörenberg. Und zwar zuerst auf Schöpfheim zum Martin von Sledgehammer. Jetzt bin ich gerade auf dem Weg von Thun dorthin. Und heute bauen wir nochmal zum allerletzten Mal die Session um zum Skibike. Und zwar haben sie ein neues Kit für mich parat. Bin gespannt, wie das funktioniert. Und dann gehen wir noch ein richtiges Skibike testen. So stay tuned, let's roll that intro and see you there. Peace out! So, ich bin jetzt gerade hier bei Martin angekommen, schau mal die geile Bude an. Und jetzt geht es darum, um mein Bike wieder umzubauen. Ich habe das nämlich schon auf Sommer eigentlich umgebaut. Schau mal da. Und jetzt hat er mir hier die Teile auf den Tisch gelegt. Jetzt haben wir hier einen Lenker, wo wir recht höher kommen vorne. Dann haben wir hier das neue Kit, wo wir jetzt können fixieren können, dass die G fix dranbleiben, dass sie nicht mehr rumklappen. Dann können wir auch richtig jibben hier. Mit diesen Elastomeren, mit diesen Puffer hier können wir es fixieren. Da haben wir noch die Motocross-Fussraster. Das heisst, wir nehmen jetzt hier die Räder hinten raus, kurbeln weg, die Drehtlager weg und den Lenker umbauen. So, jetzt haben wir fängt die Ski dran und die Raster haben wir auch dran. Mit diesen Elastomer ist jetzt halt der Ski fix dran. Er kann doch hin und her spielen, wie er da. Vorne auch. Und das ist ganz einfach gemacht. Und man kann es ganz easy einfach wegnehmen. Und das hebt es halt einfach fest jetzt am Velo. Also super geil. Da haben wir die Raster, die wir aufklappen können. Weil man so tief am Boden runter kann. Die Hinterbremse, weil ich innen verleihte Kabel habe. Ich habe jetzt einfach mal da so fixiert. Vorne habe ich sie weggenommen. Und ja, jetzt schauen wir noch, ob wir den Lenker drauf tun können. Einen höheren, weil es fährt sich einfach besser mit höherem Lenker. So, jetzt haben wir die Maschine hier umgebaut. Wir sind zwar noch nicht ganz fertig, ich muss noch schnell eine lange Schraube holen für den oben. Wir brauchen so eine Lenkererhöhung, weil es sich einfach viel besser fährt, wenn der Lenker so hoch ist. Dann wichtig, zum Chino ausrichten, stellen das Skibike am Boden. Der Vorderski muss flach am Boden sein und dahinter darf so eine leichte Spannung haben, dass er vorne ein bisschen höher ist. Das ist echt super da mit diesem System. Jetzt hebt der Ski wirklich fix dran und es geht auch mega schnell zum wieder wegnehmen. Die Ski sind ein bisschen breiter. Der Lenker sieht jetzt nicht sehr geil aus, so. Aber wie gesagt, es geht einfach besser zum Fahren. So, also jetzt noch schnell Schrauben holen, dann geht's los. Sörenberg. Dann ist das Skibike ausgeladen. Den Lenker haben wir jetzt auch drauf. Wir sind auf dem Parkplatz vom Sörenberg. Da hinten gehen wir jetzt dann gerade auf den Schlepplift. Aber jetzt müssen wir zuerst mal von T-Shirt-Weather in Skikleider. Und zwar so. So, da sind wir. Sonnencreme eingestrichen. Trotz Fullface-Helm. Rucksack gepackt. Jetzt gehen wir das Ticket holen und gehen auf den Lift. Let's go. Und schon auf dem zweiten Lift gehen wir das erste Mal zur Station. Skibike für Mietstation hier im Sörenberg. Weil dort wartet der Martin auf mich. Und nachher gehen wir zusammen shredden. Ihr könnt gespannt sein, weil er hat es richtig drauf, was das Jibben mit dem Teil angeht. Stay tuned, er hat es richtig, richtig drauf. Er hat ein paar richtig geile Tricks auf Lager. So, Händchen noch anlegen, passend zum Bike. Und los geht's. Er läuft super da. Wow. Ja, der Lenker so hoch ist schon besser. Ich habe ja vorher nie wirklich etwas an der Lenkerhöhe gemacht. Ich hatte immer den normalen Lenker drauf. Du bist viel weiter unten vorne. Schau, wer da liegt. Hey. Da lässt sich einer gut gehen. Ha? Ciao. Ja, auch Sonnencreme eingestrichen. Ha? Wie ist gefahren? Er ist schon mal viel geiler da mit dem höheren Lenker auf dem Velo. Du gehst schnell mal. Fühlt sich gut an. Ja, schon da bereit. Ich tue schnell den Lenker die Höhe ausmessen. Also, dann tun wir jetzt da noch einen Sattel wechseln. Super Sofa-Sattel drauf. Und auf wie viel Lenkerhöhe willst du kommen? Jetzt sind wir auf einem Meter etwa. Nein, da sind wir gut jetzt. Jetzt ist es gleich hoch wie Trixi. Ah ja, schau jetzt. Das ist sogar ein bisschen höher. Sogar höher. Ja, es hat sich super angefühlt zum Fahren so. Der 1,4 Meter ist eigentlich Oberkante bis zum Boden, ist ideal für einen 1,75 Meter grossen Menschen. Ja, perfekt. Das ist einfach auch, dass du nicht so vorne runterlegen beim Fahren. Wenn du da unten bist, hast du zu viel Druck am Vorderschiff. Nein, hat sich super angefühlt, jetzt gerade auch der Vergleich zu vorher und jetzt zu dem. Jetzt müssen wir noch ein bisschen schrauben, gell? Ja. Also das Original-Skibike da von Sledgehammer haben wir Oberkantlenker 103 etwa, ha? Und da bei meinem Umbau mit dem Adapter jetzt drauf von einem super mega hohen Lenker haben wir auch 103. Perfekt. Fühlt sich schon viel besser an, als so wie ich vorgefahren bin mit dem originalen flachen Lenker.
sieht halt vielleicht nicht ultra sexy aus, aber das Fahrverhalten ist einiges besser. Tun wir noch schnell die Ski wachsen, weil das ist relativ sehr wichtig, vor allem bei so Schnee wie heute. Nicht unterschätzen. Und auch ganz wichtig sind die Einstellungen der Ski, dass der Vorderski wirklich, wirklich flach am Boden ist. Was ist, wenn er nicht flach am Boden ist, der Vorderski? Dann greift er nur die hintere Kante und der Ski ist ganz labil. Wir setzen da wirklich Wert drauf. Lenkerhöhe auch sehr wichtig, habe ich jetzt auch selber gemerkt. Ein bequemer Sattel. Nein, Spass. Der Grund, wieso dass der Hinterski vorne ein bisschen höher sein muss, ist natürlich wegen dem Säg. Weil wir sehen es hier bei Trixie. Wenn das Velo nachher eingefedert ist, drückt es nachher den Ski am Boden und dann ist der auch wieder flach. Und dann die optimale Kantenbelastung, sagen wir mal so, zum richtig geil zu carven gehen. Jetzt aber noch schnell den Martin vorstellen. He? Wir sind hier im Sörenberg Bier. Skibike Test und Rent. Da hat alles angefangen, auch noch dazu mal vor 14 Jahren. Vor 14 Jahren. Mit Bullsgate. Und jetzt ist er da der Schweizer Sledgehammer. Vertreter. Er hat auch Haufen Testbikes. Wenn ihr wollt, das testen, da ist etwa der beste Ort, weil da habt ihr den besten Coach. Und es gibt aber noch ein paar andere Standorte. Seht ihr wahrscheinlich alles auf der Website. Und jetzt schnurren wir gar nicht mehr lang. Ihr kommt wieder bei mir auf die Chesty. Wir gehen zusammen shredden. Let's go. Ah, jetzt fahren wir hier an Martin mit seiner Trixie hinten an. Mal schauen, was er uns da gerade am Anfang für Chips zeigt. Er fängt schon an. Er kann es nicht lassen. Der Sattel ist eigentlich noch ein bisschen zu hoch, was da die perfekte Sattelhöhe vom Boden an anbelangt. So gehen wir auf die Lift. Ich gehe lieber stehend. Zack, danke für mal. Jetzt müsst ihr den anschauen da vorne. Eh? So Zeug, ey. Macht er die ganze Zeit. Legende. Ich kann sogar Switch fahren. Das zeigt er uns vielleicht noch nachher. Hey Sandro. Ja. Gib mal das Velo, ich will es testen. Ja, okay. mit deinem bin ich eh schon fast mehr gewöhnt als jetzt mit dem. Das ist schon gerade nochmal anders zum Fahren, mit den breiten Ski auf dem Rahmen. Ja, das nimmt mich sehr wunder. Ich schaue jetzt mal. Du fährst eine Runde mit der Trixie. Ja, das ist gut. Also, ich habe jetzt eine Trixie, das offizielle Skibike von Sledgehammer, ist noch nicht offiziell draußen. Man kann es noch nicht kaufen, meine ich. Wow, viel agiler, auf jeden Fall. Mies fühlt sich noch relativ träge an. Bin ich schon mehr gefahren. Mit der Trixie. Fühle ich mich schon wohl. Wichtig, immer außen drauf, der Fußraster stehen, nicht ganz rein. Da hat man noch mal mehr Druck, mehr Power, mehr Kontrolle auf dem Velo. Mit denen da kann man wirklich fast lenken bis am Boden. Ganz am Boden habe ich es noch nie geschafft. Ich lupfe so drüber, dass ich die Gabel nicht verkratze. Jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Das ist ganz etwas anderes, gell? Also, eigentlich, Karfe ist absolute Spitzenklasse, funktioniert top. Also das Tretlager bei dem Velo ist extrem tief, also 5 cm tiefer als bei meinem. Durch das aber der Hinterbau länger ist, ist es zum Querstellen, zum Bremsen auf harten Pisten extrem schwerfällig. Ja. Wegen dem langen Hinterbau. Der Abstand zwischen den Ski ist irgendwie 6 oder so cm bei dem Velo. Zwischen den Ski 6 cm da und da haben wir etwa 20 gefühlt. Oder noch mehr. Oder noch mehr, ja. Also wir tun sicher den Sattel zurückwechseln, das geht gar nicht, das ist viel zu hoch im Moment. Dann lieber einen unbequemen, schönen Sattel in einer richtigen Position, ja. Dann wird es fahrbar. Ja. Das ist tauglich, ja, auf jeden Fall. Das merkst du direkt, ich hätte nie gedacht, dass der Unterschied so immens gross ist. Also du merkst jeden Zentimeter. Ja, das ist wirklich krass, ja. Ja gut, gehen wir nochmal rauf, let's go! Also wenn ihr wirklich auf den Sport setzen wollt, wenn ihr das wirklich machen wollt, was sehr geil ist, dann empfehle ich auch, ein richtiges Skibike zu kaufen. Es hat auch das Wheelie-System drin, man kann Manuals machen. Eben Kurven, Driften, alles geht viel besser. Und das habe ich jetzt gerade extrem gespürt. So, schnell Sattel wechseln, nachher gehen wir wieder shredden. Ja, die Karre geht schon gut. Ich habe vorher zwei Monobob gesehen. Da Sörenberg ist schon crazy für exotische Sportgeräte. Die Leute hier alles fahren, wir dürfen alle Sessel, alle Bügellift brauchen, alle Pisten fahren. Das ist recht cool hier.
Ja, jetzt gewöhne ich mich langsam an den Style. Da. Gerade nochmal. Ja, dort. Wir müssen einen Akku wechseln. Jetzt gehen wir mal auf den Sessel, weil ich unbedingt zur Lugenen an. Dieser Fädel. Ja, können wir noch Uno spielen so. Jetzt gehen wir mal zum Sessel. Dann gehen wir vielleicht zu der Speed-Messung. Mal schauen, ob es die mal tut. Letztes Mal hat es leider nicht getan. Ah, und ich habe zum ersten Mal proper Shoes an. Ich habe zum ersten Mal so richtige Bergschuhe an. Das ist key für das. Weil sonst spritzt es dir immer zwischen die Hosen und die Schuhe rein. Und nachher hast du kalte Füße, nasse Socken. Scheiss da. Probieren wir auch mal da den Switch. Fuck! Das muss ich noch ein bisschen üben. Du bist über am Strand, hast das Bein runter. Ja, das sieht so einfach aus. Ey. Welches Bein? Ja. Oh. Oh, probieren wir gerade nochmal. Jetzt hat es gerade. Jo, nee, wird immer weicher. Darum jetzt so schnell zur Speedmessung. Können wir vielleicht noch ein bisschen schnellere Zeiten rausholen. So, jetzt sind wir da bei der Speed-Messung. Da kannst du schnell deine Karte scannen. Ist es ausgeschaltet? Ja, nein. Parallelrennen. Also machen wir Parallelrennen. Gute Idee. Wow, mit Running. Also, du kennst nichts, hä? Ja, nicht mehr weiter zurück. Okay, ready? Auf die Plätze. Fertig. Los! Er hat mich extra ein bisschen früher geladen. Das ist ja. Jetzt hacken. Oh mein Gott! Holy shit, ist das schnell! Wow. Aber es ist noch nicht wahrscheinlich. Aber ich bin schon stolz auf mich, dass ich mich getraue, Brakeless runterzufahren, Mann. Wow. Yo, der andere! Wow, das ist geil! Aber letztes Mal war es noch viel schneller. Obwohl wir frisch gewachsene Ski haben. Entering the small jump park da. Und let's go. Nehmen wir ja den ersten kleinen Hügel. Yeehaw, yo! So sick! Jetzt da drunter kommt dann der nächste Teil. Und jetzt lassen wir von hier schon an laufen und senden es bei diesem Long Jump Messing in die Weite. Ja! Nicht so weit gekommen wie gehofft. Ja! Ja! Mental! Es geht noch viel weiter. Ja! Geht, geht! Jetzt kommen wir zu den zwei nächsten Jumps. Drei vielleicht. Geht! Yeah. Oh, ich weiß nicht mehr, wie schnell man da kommen muss. Ja! Yeah. Oh shit! Jetzt vielleicht noch Foot. Ja! Yeah. So geil! Was machen wir da? Ja! Oh, yeah. Oh, ist the dream! Oh mein Gott. So, Martin will mich wieder quälen gehen. Er will wieder, dass ich da Highspeed irgendwie so einen Steilhang runterfahre. Gehen wir mal schauen. Also, von da gehen wir gerade. Martin ist, glaube ich, auch ein bisschen nervös. Es ist nicht schnell heute. Okay, gut. Alter. Nein, das kann ich nicht. Ich muss das schnell auf seine Helm kommen. Nein, ich kann das. Nein! Alt! Nein, ich bin quer, ich bin eine Bremse. Never! Also, Irgendwo. Irgendwo hat es Grenzen. Leg, du spinnst, Alter! Ich sehe nur den Strich. Ja, der sieht man sogar noch seinen Strich, wie er oben ist. Ey. Einfach gerade, nicht im steilsten Stück. Ich bin nicht, ey. Ich habe mich nicht getraut. Okay. Der ist zu heftig für mich da. Ich glaub's nicht.
Also wir haben ja gesagt, ich fahre dann heute sicher auch noch so ein normales Skibike. Und das, was da steht, nennt sich Trixie, ein Martins Baby. Und wir switchen jetzt schnell die Bikes. Er kriegt mein Baby, eine lovely Track Session. Und ich kriege sein Baby, Trixie. Prototyp, gell, gibt es noch nicht Serie zum Kaufen. Aber vermutlich bald, mit noch kleinen Abänderungen. Und das ist, was ich am besten fahre, so Skibike-mässig. Auf der Welt. Ja. Hupi. Ja, so eine brauche ich auch. So, jetzt fahren wir das Teil da noch. Gehen wir zurück in die Base und gucken wir mal, was wir noch machen. Wow, gerade ganz etwas anderes hier. Leck! Man steht viel höher drauf. Das Tretlager ist viel höher. Radstand, also Skistand oder wie man es will nennen, viel kürzer. Wow, zum Springen geht es aber auch viel besser, weil halt der Hinterbau kürzer ist. Und Manuals. Ich traue mich gerade noch nicht so lang. Bin ich übrigens jetzt den Winter schon das dritte Mal, glaube ich, da. Auf dem Velo fühlst du einfach gerade wohl. Das ist so perfekt abgestimmt auf alles. The Dream. So, jetzt haben wir etwa Viertel ab 3. Ich fahre da letzte Fahrt aber noch durch den Snowpark schnell. Weil wir haben noch dieses Adventure on. Dann müssen wir schnell ein bisschen stressen. Wir müssen nämlich noch eine Bahn verwischen. Ihr wollt sicher die Jumps noch mal sehen. Gehen wir noch mal da senden. Wow! Das ist massiv, ey! Jo! So geil. Die letzten 3 Kickers nehmen. Yeah! Juhu! Ja, geil! Geil, geil, geil! Yes, sir! So, jetzt gehen wir runter zum Bus. Müssen wir noch mal schnell ein bisschen Auto fahren, 3-4 Kilometer. Dann gehen wir auf die Bahn. Oh, Bonfrit von gestern. Stinkt irgendwie. Wahrscheinlich weg der Bonfrit. Okay. Schnell Fenster auf. So. Wir gehen jetzt noch fürs Adventure. Das wäre aber das Ende von diesem Video. Danke vielmals fürs Zuschauen. Hoffe, ihr seid bis jetzt dran gewesen. Ihr seid geil sicher. Danke vielmals für den Support. Kommentiert noch etwas Cooles. Like nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren, Glocken aktivieren und dann sehen wir uns im nächsten. Hast du noch etwas zu sagen? It's gonna be epic. Peace out.